Thank you.
Ja, genau. Der Bus mischt mit 767 Meter hoch der Berg in Oberschwaben. Er ist einer der meistbesuchten Wallfahrtsorte in der Gegend. Es ist ein schöner Aussichtsberg von der Exer, wenn man reinschaut, bei schönem Wetter und klarer Sicht. Sieht man natürlich wieder rein bis zum nördlichen Alpenkranz. Das ist, wird auch genannt der Heilige Berg von Oberschwaben bezeichnet. Es finden sich hierweise auf eine keltisch und später eine germanische Kultstätte. Im Jahre 805 ist eine Wallfahrtskirche, die heutige Pfarrkirche St. Johann Baptist, auf den Bussen urkundlich erwähnt. Uralte Sagen von Riesen und verborgenen Schätzen ranken um diesen Berg, um diesen Bussen. In dem Gebiet unten ist ja schon die Donau. Dort unten das Illertal und aussen geht es in Richtung Zwiefalten, bekanntes Kloster. Ganz herzlich begrüße. Ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind, um etwas über das Mittelalter zu erfahren. Vorher sehr gründlich, jahrelang recherchiert, in den Kirchenbüchern, soweit sie noch vorhanden sind, in den Klöstern, und hat dann diese Burg nach den Sachen, die man in der Zeit irgendwo im Deutschen, aber auch im Belgischen und im Österreichischen Wien haben wir einiges, was wir nachgebildet haben. Von dieser spätmittelalterlichen Zeit hat man als Vorlagen, als Muster verwendet, zum Beispiel die Wasserburg in Eschelbronn bei Heidelberg. Wenn jetzt eine Fehde angesagt war, dann haben die ja meistens noch Zeit gehabt und konnten diese Treppe abbauen. Ich zeige es Ihnen nachher oben, die ist nur mit zwei Balken eingeschoben an der Wand. Das heißt, mit viel Manpower konnte man die Treppe wegmachen, irgendwo verstecken. Wenn die Feinde dann draußen gelegen sind, vor dem Burgtor, haben mit Feldsteinen geworfen, mit Armbrust, mit Pfeil und Bogen geschossen. Dann haben die das von oben durch diese Seilzugluken natürlich auch zurückgeschossen. So sah die Küche vor gut 800 Jahren aus. Wir arbeiten noch an der Patina. Damals war sie sicher noch mehr rußgeschwärzt, weil im süddeutschen Raum sind eigentlich erst Ende des 14. Jahrhunderts Kamine nachgewiesen. Unsere Zeit, die ich Ihnen jetzt hier vermittle, das ist die 100 Jahre zwischen 1320 und 1420. Ja, Kamine gab es nicht, deshalb hat man einen Funkenschirm am Ofen hochgezogen, hat vor dem Feuer gemacht, hat die Türen und Fenster verschlossen und durch diesen Rauch, der sich da entwickelt hat, der ist dann über beide Treppen hoch und dann irgendwann unter die Schindeln abgezogen, durch die Schindeln, und hier hat man bewusst zugemacht, damit es kein Sog entsteht und der Rauch ewig hier drin bleibt. Das ist also dieser Becherkachelofen, wo aus unserer Bachritterzeit eben in der Nähe von Heidelberg auch noch Karren gefunden wurden. Er sieht zwar
komisch aus, hat aber einen ganz tollen Effekt, diese Tonbecher. Und zwar wird die Oberfläche damit deutlich vergrößert. Das heißt, der strahlt länger und auch intensiver Wärme aus. Wenn man also hier unten dann ein Feuer gemacht hat, wenn das Holz abgebrannt war, dann hat er mindestens nur 2 bis 3 Stunden Wärme abgestrahlt. Also deutlich effektiver wie heute diese Heizkörper oder was man so alles als Heizung hat. Ja, und jetzt noch hier wollte ich nur zeigen, man hat sehr lange, bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, hat man diese Pergamentfensterkit aus gespaltenen Tierhäuten, die man dann mit Leinöl gefirnist hat, sodass es einfach ein bisschen heller und auch ein bisschen strapazierfähiger bleibt. Der Tisch war wahrscheinlich auch bloß, wenn Besuch gekommen ist, mit einem Leinentischtuch gedeckt. Ansonsten hat man eben auf dem hohen Tisch gegessen. Und zwar meistens zu zweit von einem Holzteller und zu zweit von einem Becher getrunken. Bei den Bauern gab es diese einfachen Taubenbecher, wie so ein Holzfass aufgebaut, mit Haselnussruten, die geschält waren, umwickelt und innen Wachs oder Harz rein, damit es dicht wird. Das Aquamanile ist ein Fabeltier, ein Löwe oder ein Greifvogel. Da war angewärmtes Rosenblütenwasser drin, dass es auch wohlriechendes Wasser ist. Und das hat er jedem Gast über die Hände geleert zum Händewaschen und später dann auch abzuwischen. So wie es heute in der Wandlung bei der Kirche ja auch noch gemacht wird. Ja, und dann hat das Essen begonnen. Damals hat man von allem, was gekocht wurde, hat man nach französischem Vorbild eine Schüssel auf den Tisch gestellt. Also wenn es jetzt 10 Sachen gab, dann gab es, Entschuldigung, Gesundheit, dann gab es vielleicht Fleischgericht, wenn kein Fastentag war, oder ein Fisch eben, dann gab es von Burkhard seiner Jagd, gab es vielleicht Wildgeflügel, Reb und Fasan. Auch den Ausdruck, man hebt die Tafel auf nach dem Essen. Ja. Kommt davor, gibt es heute noch sogar in den Klöstern. Wenn man gegessen hat, hat man die Schüsseln abgeräumt und hat die Tafel weggetragen und die Böcke. Da gibt es ein ganz altes Bild von Peter Bruegel von der Bauernhochzeit. Ja. Und da tragen die Nächte, da stehen ja Schüsseln drauf, tragen das weg und die, dass man Platz geht hat zum Tanzen. Also Tafel aufheben kommt von den alten Tischtafeln. Und dann haben sie Wolle gesponnen. Und zwar von dunklen Schafen gab es diese dunkle Wolle, das ist eine Naturwolle. Und von hellen Schafen haben die Adeligen sich farbige Stoffe färben lassen. Das sind lauter Farben, wir haben unsere Kleider alle selber färben und nähen müssen. Da ist kein Stich, ist mit der Nähmaschine, ist alles von Hand genäht. Meins ist Walnuss, das war mal so dunkel, das wird halt vom Waschen immer heller. Das ist Brennnessel, das sind lauter, das ist eine Naturfarbe, nur Natur. Und so hat man schon von weitem gewusst bei der Kleidung, das ist jemand Adeliger oder das ist eine bäuerliche Person aus dem Bauernstand. Der Schüler, damit sie es glauben, das kann man so eng zusammenziehen, dass das wirklich jedem passt. Ja, und ich will immer beim Bügeln gucken, welche Größe ist das. Ja. Habe ich das schon? Das erzähle ich schon alle mal.
Danke, Herr Peter. Ja.